Das Thema Nachhaltigkeit verbindet heute Menschen über Religionen hinweg. Was würde Jesus dazu sagen? Nachhaltigkeit, das ist im gewissen Sinne ein Modewort. Aber von der Bedeutung her, vom Ursprung her, meint es ja, dass man nicht nur irgendwas tun soll, was sofort wieder verpufft, sondern was bleibt. Und Jesus sagt zum Beispiel, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Das Wort bleiben, nachhaltig sein, hat bei Jesus eine große Bedeutung.